Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es darum gehen, dass ich letztens bei einer Studie teilgenommen habe, also Proband in einer Studie war und wie das Ganze so abläuft, was ich so erlebt habe und was ich daraus mitnehme, das erfahrt ihr im heutigen Video. Die Studie handelte von dem Effekt von prolongiertem passiv-perzeptiven visuellen Medienkonsum auf Lern- und Wahrnehmung. Das versteht allerdings kein normaler Mensch und deswegen jetzt nochmal die richtige Zusammenfassung für normale Menschen. Also kurz gesagt, diese Studie hat sich damit beschäftigt, wie passiver Medienkonsum, zum Beispiel Fernsehgucken, sich auf das Gehirn auswirkt, wenn man eine neue Fertigkeit erlernen will. Und in unserem Fall war das jetzt das Zehn-Fingerschreiben. Und für diese Studie wurden eben Studenten gesucht, zwischen 20 und 30 Jahren, die noch keinerlei Erfahrung im Zehn-Fingerschreiben haben, aber das gerne lernen möchten. Und da ich diese Voraussetzungen erfüllt habe, dachte ich mir, why not, nimmst du mal teil, mal sehen, was passiert. Die Rahmenbedingungen der Studie sahen wie folgt aus. Zunächst wurden alle Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Ich war interessanterweise in der TV-Gruppe und Max, der auch an dieser Studie teilgenommen hat, war in der No-TV-Gruppe. Die TV-Gruppe bekam die Aufgabe, täglich 8 Stunden Netflix, Prime, Fernsehen oder was auch immer zu schauen. Es ging darum, 8 Stunden lang stumpf auf einen Bildschirm zu gucken und sich nicht ablenken zu lassen, nichts anderes zu tun, außer Fernsehen zu gucken. Das klingt vielleicht für manche ziemlich geil, aber ich kann euch sagen, das war es überhaupt nicht. Aber dazu später mehr. Die No-TV-Gruppe durfte nichts von alledem machen. Sie mussten sich halt irgendwie anderweitig beschäftigen und ich glaube, das fiel dieser Gruppe auch sehr, sehr schwer, sich nur mit Lesen zu beschäftigen oder Zeichnen oder was auch immer die ganze Zeit getrieben haben. Es war uns allen als Probanden generell untersagt, Powernaps zu machen. Wir konnten also nicht einfach mal schön bei einer Serie einschlafen und die No-TV-Gruppe konnte auch nicht einfach mal mit einem verlängerten Mittagsschläfchen ihre Zeitstelle rumkriegen. Nein, wir mussten uns die ganze Zeit irgendwie beschäftigen und wir mussten versuchen, wach zu bleiben. Und wir wurden auch überwacht, wir waren untergebracht in einem Hostel und zweimal am Tag, jeweils für 45 Minuten, hatten wir Tipptraining. Also wurde uns praktisch das Zehnfingerschreiben beigebracht mit einem Programm. Die Studie ging insgesamt 7 Tage lang. An Tag 1 und an Tag 7 hatten wir MRT-Untersuchungen und sonstige visuelle Wahrnehmungstests machen müssen. Und an den anderen Tagen waren wir im Hostel untergebracht und durften uns praktisch mit unserer jeweiligen Gruppenaktivität beschäftigen. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich stets versuche, meinen Medienkonsum möglichst gering zu halten, weil es mir persönlich damit besser geht und weil ich auch das Gefühl habe, dass Medienkonsum sehr schnell süchtig machen kann und einfach so ein bisschen die Lebensqualität negativ beeinflusst. Wer das über mich weiß, der findet es jetzt bestimmt sehr lustig, dass ich in der TV-Gruppe war und eigentlich 5 Tage lang das machen musste, wo ich die ganze Zeit sage, nein, das ist schlecht für mich, das tut mir nicht gut. Ich gucke eigentlich relativ wenig Serien oder TV. Es ist meistens eher so, dass ich was zocke oder dass ich an meinem Handy irgendwie herumdattel. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass ich alle Dinge gleichzeitig mache. Dementsprechend war es für mich auch wirklich eine Herausforderung gewesen, einfach stumpf auf diesen Bildschirm zu starren und nur das machen zu dürfen und nichts anderes nebenbei. Überhaupt erstmal etwas zu finden, was ich so lange machen kann, was mich so lange unterhält, das war schon für mich eine Herausforderung. Dadurch, dass ich vorher Prüfungen geschrieben habe und auch im Praktikum war, hatte ich im Allgemeinen in meinem normalen Alltag nur sehr wenig Zeit gehabt oder auch gar nicht so wirklich Lust gehabt, mir irgendwelche Serien anzuschauen oder Fernsehen zu gucken. Deswegen war meine mediale Nutzung vorher eigentlich sehr gering gewesen. Es war für mich sehr anstrengend, die ganze Zeit nur auf den Bildschirm zu gucken. Ich wurde irgendwie schnell müde, ich hatte kein Interesse an das, was da die ganze Zeit erzählt wurde. Ich war einfach so ausgelaugt und es war für mich einfach keine Erholung, nur vor diesem Bildschirm zu hocken. Das Problem war ja auch gleichzeitig gewesen, dass ich nicht einschlafen durfte, sondern dass ich mich mit irgendwas immer wieder die ganze Zeit wachhalten musste. 8 Stunden klingt eigentlich gar nicht so viel. Aber wenn man das wirklich so nach diesem Programm macht, wie die es uns vorgegeben haben, füllt es einfach den ganzen Tag aus. Und wir hatten kaum Zeit, irgendetwas anderes zu tun und ich war die ersten Tage einfach nur mega genervt von diesem ganzen Experiment.
Nach 2 oder 3 Tagen änderte sich dann jedoch mein Verhalten. Ich war häufig auf YouTube unterwegs gewesen, denn es gefiel mir viel mehr, nach 5 oder 10 Minuten oder auch mal 15 Minuten einfach so hin und her zu switchen und mir was anderes anzugucken, als wenn ich jetzt so die ganze Zeit irgendwelche ewig langen Serien oder Filme hätte gucken müssen. Ich machte eigentlich nur noch Pausen, um gemeinsam Zeit mit Max zu verbringen zwischendurch, um mit ihm etwas zu essen oder zu kochen oder einfach mal eine Weile rauszugehen. Denn auch unsere Zeit draußen war beschränkt auf 90 Minuten am Tag und mussten wohl eingeteilt werden. Das Fernsehen war für mich immer noch anstrengend und fiel mir irgendwie schwer, aber es war leichter für mich als das Tippen. Ich bin eigentlich jemand, der relativ schnell begreift und auch schnell lernen kann und auch relativ schnell gut in irgendetwas wird, was er häufiger macht. Aber das Tippen, das war einfach anstrengend für mich. Ich war so schnell müde, mir taten irgendwie die Augen und die Hände weh und es war für mich keine Freude, etwas Neues zu lernen. Ich konnte mich einfach nicht richtig aufraffen und die Übungen mit dem Ansporn erledigen, den ich sonst an den Tag legte. Doch irgendwann, an den letzten beiden Tagen, bemerkte ich eine starke Veränderung in mir. Meine Zimmernachbarin und ich waren die ganze Zeit dabei gewesen, irgendetwas zu suchten. YouTube-Videos, Netflix-Serien, irgendwelche Dokus. Wir waren eigentlich die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, auf den Bildschirm zu starren. Wir hatten gar keinen Bock mehr so wirklich gehabt, irgendwas anderes zu tun, raus in die Freizeit zu gehen oder uns irgendetwas zu essen zu kochen. Wir ernährten uns irgendwie immer schlechter, je länger diese Studie ging und wir taten unsere sonstigen Erledigungen nur noch auf Sparflamme, weil wir einfach uns total ausgelaugt gefühlt haben. Wir aßen, währenddessen wir Serien schauten, wir machten weniger Pausen und irgendwie fühlten wir uns einfach nur noch lethargisch. Ich hatte auch irgendwie immer weniger Bock gehabt, was mit anderen Leuten zu machen. Ich war nicht mehr so empathisch und freundlich wie am Anfang gewesen. Ich wollte einfach für mich sein und meine Ruhe haben. Es war so gewesen, dass ich schon in der Nacht auf 8 bis 9 Stunden kam, aber dennoch fühlte ich mich die ganze Zeit dauermüde. Bei dem Tipptraining war es auch so gewesen, dass ich mit den ganzen Lektionen nicht mehr mitkam. Ich war irgendwie schlechter, als ich hätte sein müssen. Ich konnte mir das nicht so gut aneignen, wie es eigentlich von mir gewohnt war. Und das frustrierte mich natürlich zusätzlich. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr gehabt, das alles zu lernen. Klar ist 10-Fingerschreiben wichtig, vor allem wenn man schnell Hausarbeiten schreiben will. Aber so an sich habe ich während des Tipptrainings mich eigentlich schon darauf gefreut, gleich wieder im Bett zu sein und irgendeine Serie zu gucken. So, kurzer Perspektivenwechsel. Leider ist meine Kamera vorher ausgegangen, weil der Akku alle ist und jetzt habe ich nur die Möglichkeit, währenddessen der Akku lädt, das Video so fortzusetzen. Ich würde mein eigenes Verhalten zu diesem Zeitpunkt noch nicht als süchtig bezeichnen. Ich merke halt aber nur, dass da irgendwas in meinem Kopf angetriggert wurde, was dazu geführt hat, dass ich alles, was mich sonst irgendwie ausgleicht, immer mehr vernachlässigt habe und mich nur noch stur auf diesen Bildschirm fokussiert habe. Um das wirklich als Sucht bezeichnen zu können, muss halt einfach noch ein längerer Zeitraum vorgegeben werden. Und eigentlich ging es ja auch gar nicht darum in dieser Studie, sondern nur um das Lernen an sich. Meiner Meinung nach ist Fernsehen nichts, was auf Dauer wirklich entspannt ist. Es strengt Gehirn und Augen trotzdem an. Es muss alles verarbeitet und aufgenommen werden. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass die eigene Leistungsfähigkeit immer mehr abnimmt. Nach diesen 5 Tagen habe ich mich so gefühlt, als hätte ich eine 40 oder 50 Stunden Arbeitswoche hinter mir gehabt, obwohl ich ja eigentlich nichts anderes getan habe, außer Netflix und YouTube zu schauen in meinem Bett, was jetzt eigentlich wirklich keine Anstrengung hätte sein müssen. Man kann sich natürlich durch Serien, durch das Fernsehen und was auch immer, kann man sich weiterbilden. Keine Frage, es ist unterhaltsam, es macht Spaß. Aber gut ist es für uns natürlich trotzdem nicht. Obwohl ich ja die Möglichkeit bekommen hatte, in dieser Studie das 10-Fingerschreiben zu lernen, beherrsche ich es jetzt immer noch nicht. Dadurch, dass ich mich die ganze Zeit so ausgelaugt gefühlt habe und so müde und erschöpft, konnte ich halt auch nur kleine Lerneffekte erzielen. Die Lerneffekte von Max waren deutlich größer und er hat viel bessere Leistungen am Ende erbracht als ich. Ihm fiel das Ganze auch nicht unbedingt schwer. Es war für ihn eine nette Abwechslung zwischen seinen sehr medienarmen Alltag mal tippen zu dürfen an einem PC und für ihn war das eher Spaß, für mich war es eher pure Anstrengung gewesen. Da dies eine offizielle Studie war, wird es auch irgendwann mal hoffentlich ein Ergebnis geben. Max und ich waren jetzt zum Beispiel in einem der letzten Durchgänge, die an Studenten durchgeführt wurden. Jetzt wird das Ganze noch mit Senioren praktisch
getestet und ausgewertet. Und irgendwann im Jahre 2021 werden die Ergebnisse in einer Doktorarbeit zusammengefasst und veröffentlicht werden. Und ich werde mich bemühen, mal an diese Doktorarbeit ranzukommen, um diese Ergebnisse auch mit euch teilen zu können. Das Ganze dauert natürlich auch noch. Ich kann in diesem Video nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten. In der Studie an sich war ich eben auch nur eine Nummer gewesen mit irgendwelchen Testergebnissen, ein bisschen wie ein Versuchskaninchen. Und natürlich wurde ich zwar freundlich behandelt, aber ich habe keinerlei Auswertung über meine ganzen Daten bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt besonders gut oder besonders schlecht war. Ich kann nur meine subjektive Meinung mit euch teilen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann mal die gesamten Zusammenfassungen von dieser Studie bekommen werde. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, in welcher Gruppe wärt ihr gern gewesen? Gruppe TV oder Gruppe No TV? Und wenn ihr Gruppe No TV gewesen wärt, was hättet ihr den ganzen Tag mit eurer Freizeit angestellt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wäre sehr gespannt auf euer Ergebnis oder auf eure Meinungen. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.